Okay, welcome back to tutorial. Wait, which one is it? Six? Okay, tutorial six. Willkommen zurück. Ich würde hier stark empfehlen, die erste Tutorial zu sehen. Hier machen wir eine Schnittgröße wie in der technischen Mechanik. Aber wir werden nicht jedes Mal sagen, okay, wir schneiden links, machen Zoomalkräfte in X-Richtung, Zoomalkräfte in Y-Richtung. So mal Momente an dieser Punkt oder an dem anderen, sondern wir benutzen zwar diese Gleichungen schon, andere Tipps und Tricks, andere schnelle Informationen wie bei Einzellasten müssen wir Sprung im Moment haben oder, was sage ich, müssen wir Knick im Moment haben, Sprung in Quellkraft, wenn die Belastung, die Streckenlast konstant ist, dann Quellkraft ist linear. Und wir haben auch ein paar Tricks da entdeckt. Wir lesen dann den Balken von rechts nach links, dann muss dann der Querkraftverlauf genau verlaufen in die Richtung von Querkraft. Wenn die Querkraft, die Streckenlast auch konstant ist, im Momentverlauf muss quadratisch sein. Wenn die Streckenlast linear ist, dann muss der Querkraftverlauf schon quadratisch sein und der Momentverlauf eher kubisch. Da wo die Streckenlast dann 0 ist, sollte die Streckenlast linear sein, da wo sie 0 ist, hat der Querkraftverlauf eine Horizontaltangente, solche Sachen. Also viele Tipps und Tricks haben wir schon behandelt. Also hier probiere ich eher schnell erstmal zu Level 6 zu kommen und dann machen wir weiter zusammen. Typ rechts oben, konstant, links unten. Querbelastung, eine Längsbelastung. Ah, ich sage immer dasselbe. Ja, rechts nach oben, konstant, dann links nach unten. Querbelastung, eine Längsbelastung. Ja, also Horizontaltangente, rechts dann wird immer negative, positive. Ja, rechts, ganz rechts, 0, dann Verlauf eher nach oben, die Zugseite wäre oben, wenn dieser Krackarm sich nach unten biegt. Vertikallast geht im rechten Auflager, Schremteil wird gedruckt, dann der Vertikalteil kriegt keine Last mehr, alles ist in dem rechten Teil gegangen. Ja, nur dem Schremteil wird gedruckt. Du. Linearverlauf, rechts Sprung oben, Verlauf nach unten. Norden belasteten Teil. Die Kraft am Knoten spielt hier keine Rolle. Verursacht nur Druckkräfte in diesem Sterben. Deutsch ist so schwer. Moment. So, ganz rechts 0, ganz links 0, Knick in der Mitte wegen Druck im Stab da, und ja, quadratischer Verlauf. Ah, Mann, ich habe fast das Falsche gedruckt wegen diesem Touchscreen. Ja, es wird unglaublich klingen, aber es ist tatsächlich die mittlere Antwort. Wo geht diese Last da? Sie geht direkt in diesem Auflage links und rechts. Es ist eine Querbelastung für den Auflage, für die Stäbe. Es verursacht keine Druckkraft. Wäre die Belastung aber oben, am Knoten zum Beispiel, das wäre schon was anderes. Antwort in der Mitte. Dieser Moment geht direkt in der Einspannung links. Das heißt, den waagrechten Teil da wird belastet, kommt mit konstantem Moment. Dann gehen wir rund um die Ecke. Dann gehen wir wieder rund um die Ecke, dann konstant bis zu diesem Moment. Und also die Antwort ist ganz schön da in der Mitte. Falsch. Auch falsch. Also der rechte Teil ist unbelastet. Wir haben hier keine Vertikalkräfte oder Horizontalkräfte. Das ist das da in der Mitte. Ich habe da was im Augen. Come on. Moment, ah, ich habe wirklich was im Augen. Moment, Gleichgewicht links am linken Auflager lief vertikal, rechts Auflager, vertikale Kraft nach
Ach, nach oben, also von Rechtsprung nach oben, dann Verlauf so. Oh, habe ich noch Zeit? Ja. Waagerechten Teil ist nur ein Stab, unbelastet. Wie unbelastet? Unsere Antwort. Da. Horizontale Kraft geht in linken Auflage, die drei vertikale Kräfte gehen in rechten Auflage. Also, waagerechten Teil wird gedruckt. Schrägem Teil wird gezogen. Druck, Zug, Druck, Zug. Ja, die Hälfte geht links, die Hälfte geht rechts. Das heißt, den vertikalen Teil wird gedruckt, die waagrechte Teile unbelastet. Ja, die vertikale, es geht im linken Auflager. Moment, was heißt das für uns? Parabelförmig, da wo die Belastung ist, dem Stab, der Stab natürlich Moment 0, also oben 0, unten 0 beim Knoten und dazwischen linear, also konstant mit 0. Und ja, den waagrechten oberen Teil würde sich nach unten durchbiegen, Moment geht dann nach oben, ja, also das da ist unsere Antwort. So, links, parabelförmig. Dann den Zwischenbereich konstant und der Sprung da nicht zu vergessen. Ah, und jetzt welcher Sprung? Habe ich das überhaupt schon erlautet? Es wird schwer, das zu erklären, wie, in welche Richtung geht der Sprung. Also, es wird schwer, das schnell zu erklären. Am besten fange ich mal an. Also, ich sollte das vielleicht in einem anderen Video machen. Ich probiere es mal. Auf jeden Fall ist das da. Nur der belastete Teil, also haben wir Fachwerke, haben wir schon genug behandelt im Tutorial 4 und 5, glaube ich. Also, ja, die nochmal anschauen, was Fachwerke angeht. Belastung, ja, die oberen Teile werden gedruckt, unteren gezogen. Ne, was sage ich? Oberen, ja, unteren gezogen, oberen gedruckt. Dann, wenn wir da noch Zug und Zug haben und diese mittleren werden auch gezogen. Wow, schöne Lösung. Ja, wir haben da einen Nullstab, diesen ganz waagrechten. Die vertikale Last geht dann nicht direkt in den vertikalen Teil. Und dann die vertikale Last auf dem schrägen Teil verursacht einen Sprung im Druckbereich. Die anderen Teile sind aber alle gedruckt. Das da, unser Nullstab ist nicht da, unser Nullstab ist hier. Unser Nullstab ist auch hier, aber den schrägen rechten Teil wurde vergessen. Richtig. Nur die, also Fachwerk wieder, nur die belasteten Teile, parabelförmig nicht vergessen. Schub, schub und schub. Richtig. Ja, Fachwerk. Ha, Vorsicht, Vorsicht hier. Ja, ich glaube, ihr seht das schon mit der Zeit. Wirklich die ganze Richtung da. Mit Momentgleichgewicht hier allein auf diesem Stab hätten wir rechts eine Last nach oben und links auch eine Last nach oben. Das heißt, von rechts nach links erstmal ein Sprung nach oben, dann konstant, dann ein Sprung nach unten in der Mitte infolge dieser Anzahl Last und dann wieder der Sprung nach oben. Das hier. Nicht was ganz links war. Jo, wir haben da zwei schöne Nullstäbe. Dann der ganz andere Teil wird gedruckt. Und selbst dieser belastete Teil wird gedruckt. Jo. What is happening here? Ja, Druck, Druck, Druck. Alles ganz schön im Druck. Und dann natürlich dieser mittlere Stab muss gezogen werden. Ja, das hier in der Mitte. Okay, Level 7. Ah ne, es ist Level 5 nur. Krab, ich dachte, wir waren schon durch. Ah ne, nur Level 6 muss ich eigentlich machen, also Level 5, jetzt muss ich erstmal durch. Ja, also, ja, ganz rechts 0, dann das da, bla bla bla. Die Last dort muss ziehen. Oder? Ja, den Stab da muss ziehen. Dann unser waagerechter Teil wird gedruckt. Zug, Druck. Und Druck wieder ganz links scheint sehr schön.
Ganz recht, 0, Verlauf nach unten, Sprung und dann Sachen werden konstant in der Mitte, ist ja schon falsch. Ganz links falsch, kann nur das da sein. Ja? Also der ganz linke Teil ist sowieso nur ein Stab, man weiß auch, warum es alles dort 0 ist. Ja. Belasteter Teil kriegt erstmal seinen quadratischen Verlauf. Am Gelenk muss es 0 sein, also hier falsch. Hier könnte richtig sein. Hier könnte auch richtig sein. Weitere Überlegung nötig. Momentgleichgewicht links liefert uns in diesem Stab eine Druckkraft. Also hier in der Mitte ist dann richtig. Es könnte nicht dort konstant sein, weil wir eine Druckkraft haben im Stab. Du, belastete Teile. Pschub, pschub. Orientierung hier ist falsch in der Mitte. Orientierung da ist auch falsch. Also ich meine, in welche Richtung wurde der Querverlauf gezeichnet? Seine Steigung da ist falsch. Falsch rum. Ja, letzter Teil. Der Vertikalbereich wird klar gedruckt. So ein starker Druck. Starker gibt es nicht. Also Zug ist falsch. Druck, Zug ist wieder falsch. Okay, Level 6. Lass uns dann anfangen. Ganz recht erstmal. Am Lager 0, am Gelenk 0, unser Knick wegen Kräfte. Also, ja, überall ist richtig gemacht. Hier konstante Streckenlast verursacht quadratischer Verlauf. Hier die Richtung ist erstmal falsch mit dem ersten quadratischen Bereich. Hier quadratisch, dann linear, dann quadratisch. Dort sieht es schön aus. Oder wurde es überhaupt richtig? Ah, hier die Richtungen sind falsch beim Knicken. Hier aber richtig. Jo. Momentverlauf. Da belastete Teil, hier ist linear gezeichnet, falsch. Quadratisch, dann ein komischer, sie haben da einen Sprung gemacht beim Knick. Aufpassen, ja? Hier ist es wirklich falsch. Also wenn man diesen schrägen Teil macht, dann sollte dann das Moment rechts sein, nicht links. Falsch. Hier, jo, es ist wirklich restlich aus, aber es ist richtig. machen wir den rechten Teil erstmal. Recht. Verlauf nach oben, dann konstant, kein Sprung, Mitte ist falsch, dann konstant, gut. Ja, das da scheint richtig zu sein. Schauen wir mal ganz links. Nee, ganz links ist falsch. Oh, ganz schön, das Ganze wird einfach gedruckt. Also diese Querkraft da, es ist nur, damit wir Angst kriegen, so, das Ganze wird ganz schön gedruckt. Moment links und dann konstant nach unten muss dieses Moment sein und dann rechts muss oben sein. Das da ist falsch. Das ist auch falsch. Das da ist richtig. Und dann last but not least. ja, waagerechte Last ignorieren. Momentverlauf am linken Teil liefert uns ja eine Kraft da. Nach oben für den Auflager, für den Loslager, Kraft nach oben. Also Orientierung noch von Moment beachten. Beim Gelenk muss 0 sein. Und ja, wir sind durch. Level 7. Also, nächstes Mal werde ich dann, wenn ich noch wieder Zeit habe, eigentlich habe ich schon Level 4, 5 und 6 Grad gleich gemacht. ja, also wir sehen uns dann nächstes Mal für ein Tutorium von Level 7 und Level 8. Also Level, also wenn man Level 8 fertig macht, dass man Schnittkraftmeister wird. So, ciao. Du.